Okay. Moment, ist das der Baum, der bei uns Schieferriese hieß? Ein und derselbe. Warum nannten wir ihn nicht Nals Borkley? Verpasste Gelegenheit. Ach, weil wir damals nicht... Müssen wir wirklich gehen, Eddie? Nimm meine Hand, wenn du magst. Ich kann alleine gehen. Das geht schnell, okay? Danach essen wir was. Der Tag der Beerdigung. Ich erinnere mich kaum. Das ist vermutlich besser so. Ich glaube, keiner von uns ist scharf drauf, diese Geschehnisse erneut zu durchleben. Ich werde jetzt zu ihm gehen. Wann ist Michaels Onkel gestorben? Letztes Jahr. War ein schwerer Schlag für ihn. Ist es noch immer. Hey. Film Thomas Glanz 2014. Lange nicht gesehen. Willst du etwas Gesellschaft? Kommt doch rüber. Macht es euch bequem. Hey, hat er mich gerade umgerempelt? Okay. Kann man es hier hinsetzen? Dazu gesehen. Also. Ja. Schlechter Zeitpunkt? Für dich? Unsinn. Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Hey, deine blöde Fresse sehe ich doch fast jeden Tag. Du bist Schnee von gestern, Süße. Du verletzt mich. Zutiefst. Also, kann ich euch irgendwie helfen? Tessa ist nicht da. Wie war dein Onkel? Und wie war dein Onkel so? Oh Mann. Wo soll ich anfangen? Am Anfang. Er war wie dieser grummelige Opa, der in jeder Sitcom auftaucht. Der Typ, der wie ein T-Rex tippt und nie aus seinem Sessel aufsteht. Ich glaube, ich verstehe. Wie ein T-Rex? Wahrscheinlich. Ich glaube, ich verstehe schon. Nee, das tust du nicht. So grummelig er auch war, es gab keinen netteren Mann auf der Welt. Er gehörte zu den Menschen, die dich akzeptieren, wie du bist. Auch wenn sie nicht alles gut heißen. Davon gibt es nicht viele. Du standest deinem Onkel sehr nah? Du und dein Onkel standet euch echt nah, hm? Und wie? Ich konnte ihn immer auf die Palme bringen. Meine Familie ist oldschool, Klinket. Ich war öfter bei meinem Onkel als bei Dad. Er war der Erste, der all meine neuen Rezepte getestet hat. Noch vor Allison. Dann habe ich Onkel William zu verdanken, dass ich noch keine Rettungsringe habe. Glück gehabt. Ich melde mich als Vorkoster. Ich bin gespannt auf diese Marinade. Da wäre ich mir nicht sicher. Ich melde mich als Vorkoster. Wenn du einen neuen Vorkoster brauchst, sag Bescheid. Als ob du eine Wahl hättest. Ich werde definitiv während meiner Ausbildung euer Feedback brauchen. Na gut. Solange es nicht so abenteuerliches ist wie dieser Lachsnacht-Linket-Art mit Pfeffer und Safran. Das kann ich nicht versprechen. Den Mutigen gehört die Welt. Das gilt besonders fürs Kochen. Was stand es denn original? Wir reden später. Bis später. Aber klar. Ach Mensch. Also, wie kommst du zurecht? Es ist alles so ein Chaos. Ich dachte, wir wären mit dem Packen fast fertig. Ich will diesen Ort einfach nur hinter mir lassen. Ja, zumindest ist Mr. Hollywood Schönheit gute Gesellschaft. Komisch, dass du nie erwähnt hast, wie dein Bruder aussieht, bevor er in die Stadt kam. Ich dachte, ich überrasche dich. Links Shift. Du weißt, dass ich dich hören kann. Hey, ihr wisst, dass ich euch hören kann, ja? Haltet die Ohren zu, die Erwachsenen reden. Hahaha. Süß. Hey, ich weiß, steckst da jetzt mittendrin. Aber lass dich davon nicht überwältigen. Nach dieser Sache wird Juno ziemlich langweilig wirken, was? Ach, langweilig klingt gerade echt gut für mich. Trash-TV gucken, während mein fantastischer Mitbewohner etwas Köstliches kocht? Himmel. Tolles Essen für die Steuererklärung. Schlagen wir drauf ein, mein Freund. Nun gut. Können wir das Grab unserer Mutter finden? Im Chaos der Geschichte verloren gehen. Was soll das heißen? Kein Plan. Michael wird's wissen.
Michael wird's wissen. Mann! Louis, okay. Wo liegt denn jetzt unsere Mutter? Können wir hier rein? Salazar Slytherin? Das war's alles nicht. Kann ich mir die Gräber hier auch anschauen? Nee. Ah, schade. Ich denke, man redet hier einfach leise, weil sowieso schon so eine bedrückte Stimmung ist. Na endlich. Und los. Verstecken wir uns nicht. Erinnerst du dich, wo sie ist? Nein. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bei der Beerdigung aufs Wasser geschaut habe. Allison, bitte. Ich gehe nicht hin. Allison, komm zurück. Es sind nur wenige Schritte und ich fange bereits an, es zu bereuen. Dann lass es. Ja. Jegliche Hoffnung, es könnte diesmal einfacher sein, ist verflogen. Zumindest schickt mich diesmal niemand weg. Das will ich aber auch hoffen. Danach hatten wir beide einen Moment da drüben am Totem, nicht wahr? Ich frage mich, ob wir das sehen können. Wir können es versuchen. Na komm. Ich lasse dich nicht fortnehmen. Ich sag ihnen die Wahrheit. Du hast es versprochen, Allison. Mir passiert schon nichts. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich weiß, ich sollte diese Sache mit Brown überwinden, aber ich wünschte wirklich, du hättest mich besuchen können. Ja, ich auch, aber... Hey, ich habe an dem Tag nichts versprochen. Das warst du. Sieh mal. Alle glauben, du warst es. Es ist nicht fair. Ich komme klar. Du musst jetzt auf dich selbst aufpassen. Siehst du? Es ist möglich, aber ich glaube nicht. Nun, ich weiß es. Der Gedanke daran hat mir durch den Tag geholfen. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Und wir nutzen jeden Tag unsere Stimme. Bin bald zurück, okay? Versprochen. Ich bin bald zurück, okay? Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Und für ihn war es so. Unsere Stimme. Dann sehen wir uns sehr bald. Hör auf zu weinen, Dummkopf. Wir müssen los, Kinder. Gott. Ich könnte schwören, es war andersrum. Es tut mir so leid. Ich hätte in den Hungerstreik gehen sollen, bis Eddie mich gefahren hätte. Hey. Vergeben und vergessen. Wir gucken uns mal an. Das kommt mir bekannt vor. Carol Block Brown. Brown. Die Mutti von ihm. Was ist das denn? Nee, oder? Unsere Kiste ist noch hier? Also, wir haben etwa 1000 Tuben Kleber draufgepackt. Können wir die Kiste wieder schließen? Nö. Okay, schade. Was damit? Glaubst du, Snowball lebt immer noch dort? Schneeäulen werden nur etwa 10 Jahre alt. Oh, Ruhe in Frieden, Snowball. Finn Anderson. Kind anscheinend. Oder mit Kindern.
Was war das? Das klang sass, oder? Bin das nur ich? Tai. Das ist es. Nicht? Welches? Ist da vorne? Ja. Gott, ich glaube, ich brauche eine Weile. Das hier? Ich sehe mich mal ein bisschen um, okay? Ist es das? Oder ist es das andere? Kein Ding. Ist es das? Das könnte etwas dauern. Ist es das hier? Sie muss hier irgendwo liegen. Auch nicht das Richtige. Das? Auch nicht das Richtige. Auch nicht das Richtige. Auch nicht das Richtige. Das hier vielleicht?